Herzlich willkommen. Ja, heute haben wir da dieses Tagesthema. Dann haben wir Kommentare, die wir zu beantworten haben. Und auch ein positiver Kommentar, dass Sie das gleich schon mal sehen, vielleicht. Eine wundervolle Seite, Next Scientist for Future, beziehungsweise eine tolle Vision, schreibt da jemand. Und zwar bei dem Lehrer Mafü war das als Kommentar, denn der Lehrer Mafü hatte ja auf unsere Homepage hingewiesen und den Weltrat vorgestellt, ja. Also eine wundervolle Seite, Next Scientist for Future, beziehungsweise eine tolle Vision. Danke fürs Verlinken. Ich habe mir einmal eine Doku über Bhutan angesehen. Bhutan, da geht es ums Bruttonationalglück, also um eine glückliche Bevölkerung. Und habe mir gewünscht, dort leben zu können, beziehungsweise bedauert, dass man es nicht bei uns umsetzt. Ja, und genau, wenn Sie müssen halt einfach die Next Scientist for Future unterstützen, dann wird das umgesetzt bei uns, ne? Genau. Aber vielleicht erst einmal jetzt, Bodo Schiffmann hat gerade wieder eine Sendung gebracht und so unglückliche Worte halt, ja. Lüge zum Beispiel bezüglich zweite Welle und erste Welle. Schluck Wasser. Und da versteht Bodo Schiffmann leider nicht, dass das in Deutschland verboten ist. Ich kann nicht hingehen, ohne Beweise zu haben. Also ich kann nicht hingehen und einen unbewiesenen Schuldvorwurf machen oder eine beweislose Verdächtigung. Ich darf zu jeder Polizeidienststelle gehen und kann dann sagen, hier, da hat jemand betrogen, einen Betrug durchgeführt. Dann kann ich Strafanzeige gegen die entsprechenden Politiker machen und so weiter. Aber ich kann nicht hingehen, ohne wirkliche, echte, stichhaltige Beweise zu haben, einfach so eine Vermutung zu äußern hier. Das ist nämlich dann sowas wie eine falsche Verdächtigung oder ich würde es nennen, eine beweislose Verdächtigung. Und das erlaubt unser Rechtsstaat nicht, ja, zum Schutze derer, denn das ist ja, kommt ja bei den anderen als Rufmord, Diffamierung und Geschäftsschädigung und so weiter an, ist also schädlich für die anderen, ja. Und deswegen müssen wir uns klar sein, also da ist auch die Grenze eigentlich, man sollte gar nicht mehr von Verschwörungstheorien reden, sondern es sind ja eigentlich gar keine Verschwörungstheorien, sondern es sind beweislose Verdächtigungen und damit eigentlich verbotene Handlungen. Ja, und gucken wir uns an, in jedem Western kann man das sehen, wie dann die beweislosen Verdächtigungen sehr schnell in eine Lynchjustiz führen. Ja, und gucken wir uns an, wie sozusagen die Irrtümer, die von Karl Marx ausgegangen sind, ja, von den ganzen, die verrückte Revolution in Russland damals, ja, wie dann eben aus solchen Verdächtigungen, beweislosen Verdächtigungen, die also quasi sagen, jeder Unternehmer ist ein böser Mensch und hat böse Absichten, ja, wie dann daraus die Lynchjustiz wurde, dass dann eben mal die ganze Zarenfamilie abgeschlossen geschlachtet wurde, ja, auf grausamste Weise. Und so ist genau das ist es. Oder schauen wir uns bei den Rechtsextremisten an. Die glauben auch eben, die folgen auch solchen beweislosen Verdächtigungen und schon gehen sie hin und bringen irgendwelche Menschen um, na, sozusagen. Ja. Also das heißt, wir sollten gar nicht mehr von Verschwörungstheorien reden, sondern nur von beweislosen falschen Verdächtigungen, die also ja strafbare Handlungen in Deutschland sind und die eben letztendlich Aufforderungen zu irgendeiner Form der Lynchjustiz sind, also des Lynchens sind. Eigentlich Lynchjustiz ist schon das falsche Wort, sondern Lynchen muss man schreiben. Also Menschen umzubringen, einfach auf vage Verdächtigungen hin, ja. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Und jetzt müssen wir uns nochmal klar sein, in welchem Dilemma, also wo steckt der Mainstream drin?
Ach so, übrigens wieder rechts unten Zahnrädchen, die Geschwindigkeit bitte erhöhen, weil ich ja so langsam spreche. Wo stecken sozusagen die anderen drin? Also Kanzler Kurz hat für Österreich 100.000 Corona-Tote vorgesagt. Drosten hat für Europa 3,1 Millionen Corona-Tote vorhergesagt. Das würde bedeuten, dass der Mainstream wirklich glaubt, dass es sich um einen Killer-Virus handelt, der, hätte man nicht Maßnahmen gemacht, in Deutschland ungefähr 800.000 Corona-Tote produziert hätte. Und das wäre durchaus eine nennenswerte Zahl, wo man wirklich bestimmte Maßnahmen hätte rechtfertigen können. Und das würde, man sieht nur leider nicht, dass die Vorhersage bedeuten würde, dass wir jetzt in Schweden mit 100.000 bis 130.000 Corona-Toten hätten rechnen müssen und in Weißrussland noch viel mehr, weil die absolut freie Bahn dem Coronavirus gegeben haben. Also es müsste jetzt ganz leicht, hätte die ganze Zeit schon ganz leicht sein müssen. Für all die Journalisten, die ja unbedingt den Bürgern ja klar machen wollen, ach so, den Bürgern ja klar machen wollen, dass eben es sich um ein Killer-Virus handelt, da hätten die ja schon seit Monaten Massen an Zeugen in Schweden, in Weißrussland finden können, hätte ja ganz leicht müsste es gewesen sein, Leute zu finden, die sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sterben dieses Jahr ganz viel mehr Menschen, als sonst jedes Jahr gestorben sind. Und genau diese Zeugen ist es niemals gelungen zu finden. Also da stecken wir quasi fest, ja. Aber das muss man sich mal klar machen. Also die Politiker denken, und glauben auch wirklich, sie hätten Deutschland vor 800.000 Corona-Toten gerettet. Sie verstehen sich also als Retter der Menschheit. Ja, und sie haben auch nur deswegen jetzt eine so gewaltige Untersterblichkeit erzeugt. Also eine kräftige Wintersterblichkeit liegt ja so in der Größenordnung 25.000 Tote. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, um die 9.000 Tote in Deutschland. Und das bedeutet, dass sie diese Untersterblichkeit quasi aus einem Grunde in Kauf nehmen, weil sie und damit auch die leerstehenden Krankenhausbetten und so weiter. Weil sie sagen, wenn das Ganze nochmal explodiert, könnte es ja trotzdem leicht immer noch die 800.000 Corona-Toten erreichen. Und weil sie davor Angst haben, nehmen sie auch eine künstliche Untersterblichkeit mit all den Schädlichkeiten, die das hat, sozusagen, und all den wirtschaftlichen Schäden, die dieser Lockdown hat, in Kauf, weil sie das wirklich glauben. Ja, und deswegen muss man verstehen, dass die in dieser Blase sind, ja, in dieser Denkblase. Das heißt, der Fehler lag daran, dass man auf Leute gehört hat wie Professor Drosten, die man niemals hätte als Experten zulassen dürfen, sozusagen, weil es sich um Mainstream-Medizinindustrie, Pharmaindustrie-Experten handelt, wobei die Evolutionsverläufe alle so verlaufen sind. Ich muss auf unsere 600 anderen Sendungen verweisen, ich muss auf sechs Homepages verweisen. Ich kann nicht jedes Mal immer das Gleiche erzählen. Die evolutionsbiologische Analyse zeigt ganz klar, dass die Medizinindustrie voll ist von vorteilbringenden Irrtümern und ein gewaltiger Teil dieser vorteilbringenden Irrtümer sind Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer. Also ist es ganz klar, wenn ich einen Mainstream-Experten nehme aus der Medizin- und Pharmaindustrie, ist ganz klar, dass der mir seine Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer, an die er selber glaubt, mitteilt.
verteilt. Und wenn ich die dann leichtfertig übernehme, dann glaube ich ja auch den Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum, diesen vorteilbringenden Irrtum, den typischen vorteilbringenden Irrtum einer Medizin- und Pharmaindustrie sozusagen. Ja, und das ist das Dilemma, und deswegen dürfen wir dem Politiker nicht mehr unterstellen, als dass er sich irrt. Sobald wir ihm die Lüge unterstellen oder anderes, sind wir im strafrechtlich relevanten Bereich. Und deswegen also noch mal ganz kurz auch entsprechend zur Schluckwasser. Zur Wochenenddemonstration, Corona-Demonstration Berlin, jetzt vom letzten Wochenende. Ja, da müssen wir uns auch klar sein. In diesem Sinne haben sich ja diese Menschen strafbar gemacht, ja? Denn man muss das ganz klar sehen. Die Politiker sehen das ja so: Es gibt einige Ausnahmen, bei denen gehen wir ein höheres Risiko ein, zum Beispiel Polizisten, die nicht unbedingt eine Maske tragen müssen, dass da sich also wieder mehr Leute anstecken. Aber sozusagen der Großteil der Menschen, der keinen besonderen Grund hat, warum man bei dem ein höheres Ansteckungsrisiko in Kauf nehmen sollte, zum Beispiel wie bei kleinen Schulkindern nimmt man jetzt ein größeres Verbreitungsrisiko in deren Denke in Kauf, ja, sozusagen. Und also all die Menschen, die jetzt infiziert sind von dem vorteilbringenden Irrtum der dem sogenannten Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum des Mainstreams der Medizin. Diese Menschen glauben jetzt, ja, Schulkinder kann man ja eben nicht richtig den Umgang mit der Maske beibringen und so weiter, kleinen Schulkindern. Also müssen wir dort einfach akzeptieren, dass es da wieder zu größeren Ausbreitungen des vermeintlichen Killerviruses kommt. Und bei den größeren Schulkindern können wir die Maske durchsetzen und da gehen wir dann dieses Risiko nicht ein. Bei Polizisten gehen wir das Risiko ein, dass sie wieder das Virus stärker verbreiten. Aber die Politiker gehen ja jetzt davon aus, wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass die große Masse der Menschen eben das Virus so wenig wie möglich ausbreitet. Denn sonst kriegen wir ja die 800.000 Corona-Toten in Deutschland statt der bisherigen 9.000 angeblichen, vermeintlichen, vielleicht Corona-Toten, ja? Wobei da ja auch der Professor Kekulé gerade ja auch eben auch nochmal eingeräumt hat, dass es sich dass wir es mit einem Überdetektionsproblem zu tun haben zurzeit und nicht einem Unterdetektionsproblem. Also Überdetektionsproblem heißt das, was ich schon immer gesagt habe, dass man bei der Modediagnose Corona, dass man jetzt so den Blick auf Corona richtet, wahrscheinlich jeden Krankenhaus Gast sozusagen auf Corona hin testet und so weiter. Und dann eben es dazu kommt, dass bei der Todesursache häufiger Corona eingetragen wird, als es wohl realistisch der Fall ist. Das ist ein sogenanntes Überdetektionsproblem sozusagen. Ja? Und genau das ist wohl der Fall, sodass wir also auch bei den 9.000 Corona-Toten, angeblichen Corona-Toten in Deutschland, viele sind, die da eigentlich nicht reingehören, ja, also sozusagen. Aber jetzt machen wir uns klar, also was quasi dem Mainstream der Medizin, und auf den hört ja die Politik eins zu eins, fehlt im Gegensatz zu den Ausnahmeärzten und Psychologen, wie sie bei den Next Scientists for Future sind und außerhalb solche Leute wie Bakti und Schiffmann und so weiter, und Wodak und so weiter. Wodak als linker SPDler, ja, der natürlich pharmaindustriekritisch nachdenklich ist und Medizinindustrie nachdenklich ist als linker SPDler. Das gehört sich für linke SPDler auch so, ja. Und da ist es eben so, dass dem Mainstream-Mediziner die Fähigkeit fehlt zu sagen, hoppla,
In Weißrussland hatte das Virus absolut völlig freie Bahn und in Schweden praktisch genauso freie Bahn, über die Schulkinder alle Schweden zu infizieren. Jetzt, wo sind dort bitte schön die 130.000 bis 100.000 Corona-Toten, zumindest angeblichen Corona-Toten, die man doch letztendlich die Drosten für Europa vorhergesagt hat und die Kanzler Kurz für Österreich hervorgesagt hat? Wo sind jetzt diese 100 bis 130.000 Toten? Ja, hoppla. Könnte es sein, dass ich einer Gefährlichkeitsüberschätzung unterlegen war und dass es sich in Wirklichkeit das Virus 20-fach weniger tödlich ist, als ich angenommen habe und dass es sich damit um einen kräftigen Grippevirus handelt, aber nicht um mehr? Denn in Schweden sind ja nur 6.000 gestorben statt 130.000, also ungefähr ein Zwanzigstel nur, ja, von dem. Ja, und dann, aber genau das schafft natürlich ein Mainstream-Mediziner nicht, ja, genau dies zu überlegen. Und dann könnte er ja nochmal, Herr Drosten, Professor Drosten, könnte ja nochmal überlegen und sagen, ja gut, in Schweden, wenn jetzt was Starkes gekommen wäre wie die Pest, müssten die Schweden jetzt mindestens 3,3 Millionen Tote haben zum jetzigen Zeitpunkt, Corona-Tote haben aber nur 6.000 statt 3,3 Millionen. Also es sind weder die 130.000 oder 100.000 Toten nicht gekommen, noch die 3,3 Millionen Toten. Vielleicht stimmt etwas mit meiner Gefährlichkeitseinschätzung nicht. Aber genau diese Korrektur der Gefährlichkeitseinschätzung war ja eben auch schon bei der Schweinegrippe so quasi schief gegangen. Ja? Ja, also von daher, das ist das, was wir als solide naturwissenschaftliche Denker eben ganz klar sagen müssen, das ist genau das Problem und wir dürfen keine beweislosen Verdächtigungen äußern, die in jeder Verschwörungstheorie drinstecken. Eigentlich müssen wir tatsächlich gesetzlich Verschwörungstheorien unterbinden, denn es handelt sich um unbewiesene Schuldvorwürfe, um beweislose Verdächtigungen, um Verleumdungen und das geht nicht in einem Rechtsstaat. Wir dürfen nur sagen, eventuell hat sich der Mainstream der Medizin geirrt und zwar höchstwahrscheinlich und hat mit diesem Irrtum die gesamte Mainstream-Politik angesteckt. Ne? Und in dieser Falle stecken wir jetzt. Ne? Ja, Bodo Schiffmann sagt aber, zusätzlich zu seiner beweislosen Verdächtigung mit dem Wort Lüge und so weiter, sagte was Gutes, er sagt, ja, vermutlich haben wir so aggressiv die Patienten behandelt, dass sie daran gestorben sind und die werden natürlich hinterher dann auch wieder als Corona-Tote bezeichnet. Ne? Ja, dann haben wir, gehen wir mal zu den Tagesthemen. Aber gehen wir erstmal zu dem Kommentar. Ich rück noch mal den positiven Kommentar von der Seite von der Sendung vom Lehrer Mafü in den Blickpunkt. Ja, es gibt immer wieder diese realistischen Kommentatoren, ja, im Gegensatz zu all den Beleidigern. Man erkennt ja bei den Beleidigern immer sofort, dass sie überhaupt keine Ahnung von nichts haben, denn jeder Mensch, der beleidigt, da weiß man sofort, dass der gar nicht gelernt hat, dass es immer nur um Argumente gehen darf, also um ein Argument, das die These des anderen widerlegen kann, sozusagen. Und wer also immer eine Beleidigung bringt statt eines Argumentes, da weiß man sofort, mit dem braucht man auch gar nicht re zu reden zu wollen, weil der ist gar nicht fähig zu einer Diskussion auf einer Argumentebasis. Schluck Wasser. Ja, noch ein paar Kurznachrichten. Sie merken es, wir lassen das Corona-Tagesbild im Moment weg, weil es reicht ja völlig unser Tagesschaubild. So,
Dann war ein schöner Western, der also so ein bisschen romantisierend natürlich gezeigt hat, wie ein Schwarzer nach dem Bürgerkrieg und ein weißer Nordamerikaner nach dem Bürgerkrieg irgendwie bei Indianern irgendwie anfangen zu leben und sozusagen und wie sie dann zwar total reich sind, weil sie ganz viel Gold haben, aber dann sagen, ach, das Gold brauche ich ja eigentlich gar nicht, ja, denn ich bin ja umgeben von Menschen. Wir sind ja umgeben von Menschen, die uns lieben in dieser Indianergruppe, in dieser Indianer-Bonobo-kommunistischen Kommune, die natürlich weit entfernt ist von dem, was echter Bonobo-Kommunismus ist. Denn was ist bei den Indianern? Die Indianer, wir müssen uns das nochmal klar machen, ja? Also die Indianer, wenn wir uns, jetzt könnte man doch eine Erdkugel brauchen, aber ich nehme mal dieses Bild hier. Nehmen wir das Bild. Das haben wir ja gesagt, können wir als Afrika missbrauchen. Und wenn wir das als Globus, als Kugel nehmen, dann ist es quasi so, dass alle nordamerikanischen Indianer ja hier in Afrika den Tauschhandel entwickelt haben. Dann hier Kugel, also wenn ich hier wandere, also in diese Richtung wandere, dann lande ich ja hier, also dann lande ich ja im russischen Bereich. Also das heißt, die nordamerikanischen Indianer dürften also hier, von hier vielleicht Europa gestreift haben hier, dann Richtung russische Gegend irgendwie gewandert sein oder dazwischen hier Russland oder Mittelasien oder wie auch immer gewandert sein und dürften dann darüber hier oben, weil hier dann es zu Fuß möglich war, für Boote wäre es oder Flöße wäre es vielleicht ein bisschen weit gewesen. Also es gab ja Zeiten, zu denen es möglich war, hier trockenen Fußes nach Alaska, Kanada und so weiter zu kommen, Nordamerika. Und so kam es ja zur Besiedlung der Nordamerikas und dann der Südamerikas, ja, so dass die also sozusagen wahrscheinlich an den Küsten entlang am Anfang und so weiter, dass also letztendlich quasi hier Tauschhandelentwicklung, also dass die auch eine Tauschhandelsgeschichte haben und also längst kein echter Bonobo-Kommunismus mehr bei diesen Indianern und Indios herrschte. Aber trotzdem noch hat dieses in dem Spielfilm sozusagen, haben die gesagt, ja, wir sind ja umgeben von Menschen, die uns lieben, das kann man nicht mit allem Gold auf der Welt kaufen. Und das genau wollen wir ja den Politikern sagen, ja, liebe Milliardärskönige, liebe Milliardärs, Lobbyisten, Politik- und Journalistenkönige. Das, was die Next Scientists for Future an euch anbieten, ist die Aussage, mit allem Gold auf der Welt könnt ihr euch das Glück nicht kaufen, dass euch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und die anderen Steuerelemente sozusagen als politische Reformen bringen, nämlich 100-mal mehr Lebensglück, 100-mal mehr Gesundheit, 100-mal mehr Langlebigkeit und ein gewaltiges jährliches Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro jährlich. Davon kriegt ihr natürlich alle auch etwas ab. Also das heißt, die Next Scientists for Future sagen nicht, verzichtet auf Gold durch Parteispenden, verzichtet auf Gehälter nach der Politik in der Wirtschaft sozusagen, denn das wird zwangsläufig durch die Wohlfühlstimme die Folge sein. Sondern wir geben euch von den 500 Milliarden jährlich, kriegt ihr alle was ab, liebe Könige sozusagen. Aber ihr kriegt vor allem auch noch 100-mal mehr Lebenslust, Gesundheit und Langlebigkeit. Und das könnt ihr mit allem Gold auf der Welt nicht kaufen. Also lernt bitte von diesem schönen Western, ne? Dann
Ja, also man könnte sagen, das war ein Hauch von Bonobo-Kommunismus im Spielfilm, ne? Ganz unerwartet, ne? Denn ich schaue ja diese Western auch deswegen, immer mit Hinblick auf den Völkermord, den wir Europäer, wir Nord- und Südeuropäer an den Indianern und Indios begangen haben und wo wir jederzeit auch in der Gefahr sind, dass mal irgendjemand sich erbarmt und einen Völkermord an uns begeht. Also wir sind nicht außer Gefahr. Ja? Gerade jetzt, wo eben wir dann wahrscheinlich von der amerikanischen Waffentechnologie immer weniger profitieren können, sind wir auf eigene Hightech-Defensivrüstung angewiesen, solange wie es noch einen kapitalistischen marktwirtschaftlichen Staat auf der Erde gibt. Ne? Schluck Wasser. Ja. Ja, da widmen wir uns jetzt mal diesem Kommentar hier. Wo ist es? Das war der positive Kommentar. Jetzt kam ein Kommentar, der, bevor er gelöscht wurde, ungefähr nochmal sozusagen ungefähr protokolliert worden ist. Ich hoffe, es stimmt so. Ja, freier Markt ist natürlich, das ist sicherlich ein Anhänger von Dr. Markus Krall, da sind wir ja dann wieder bei den, wo ist das Tagesthema, hier oben dann. Ja, Dr. Ma hört zu, Doktor, jetzt also bitteschön Ihre Wege. Also zum Tagesthema ganz kurz, ja, also im Moment ist es ja wieder so, dass die öffentlich-rechtlichen Medien ja total beleidigen und versuchen, diese ganze Wochenenddemonstrationen und Bodo Schiffmann und so weiter in die rechte Ecke wegzuschieben, sozusagen, weil sie ja überzeugt sind, es ist ein Killer-Virus und wir sind in Gefahr, 800.000 Tote drohen uns, die wir bis jetzt erfolgreich verhindert haben und so weiter. Also da sie das wirklich glauben. Nur das ist schade, dass sie anstatt den Demonstranten ein Ordnungsgeld zu verhängen, dass sie eine Strafe zu verhängen, dass sie sich stattdessen beleidigen und sich selber eigentlich strafbar machen. Das ist diese Verrohung unserer Gesellschaft, die bedauerlicherweise immer schlimmer geworden ist, ne? Ja, und jetzt aber bitte zu den Irrwegen. Ja, hören Sie genau zu, lieber Markus Krall und lieber Hans-Werner Sinn und lieber Christian Felber von der GWÖ, der Gemeinwohlökonomie. Das ist ja Ihr zentraler Denkirrtum. Ja, ein freier Markt ist natürlich, schreibt ungefähr dieser Kommentator, bevor er dann wegen seiner Beleidigung natürlich gelöscht wurde, haben mir die Leute geschrieben. Man hatte den dann so eine Art Gedächtnisprotokoll dieses Kommentars geschrieben. Ja, und das ist genau der Punkt, ja. Also ein freier Markt ist natürlich, das ist so ähnlich, wenn Sie sagen, die Erde ist eine Scheibe oder ich glaube an den Kreationismus. Das heißt, lieber Kommentator, trotz Ihrer Beleidigung sozusagen, die ja hier gelöscht ist, das ist eben der zentrale Punkt all derer, die sozusagen 50 Jahre zurück sind hinter der Spitze der Wissenschaft, die können sowas glauben noch, dass ein freier Markt natürlich sei. Aber in Wirklichkeit ist das die bestwiderlegte Aussage. Ein freier Markt ist natürlich, kann also nicht gefährlich sein. Genau das ist der Fall. Markt und Arbeitsteilung, ungelenkter Markt und Arbeitsteilung sind überhaupt nichts Natürliches. Es gibt kein Lebewesen. Ja, wo ist es? Es gibt kein Lebewesen außer ab hier. Das ist ungefähr der späte Homo erectus vor circa 400.000 Jahren. Vorher gibt es in der gesamten Natur nicht eine Spur an Markt
Und Arbeitsteilung, geschweige denn ungelenktem Markt oder freiem Markt und freier Arbeitsteilung, ungelenkt oder frei, wie Sie das auch immer dann nennen, ja? Gab es nicht. Es ist also kein natürlicher Vorgang. Es ist eine künstliche Erfindung, so genau wie eine Atombombe, ein Atomkraftwerk. Das sind alles künstliche menschliche Erfindungen, wobei man nachdenken muss, ob diese Erfindung Schäden zur Folge haben kann, wie die Gentechnik-Erfindung oder ähnliche Dinge. Ja? Es handelt sich also keineswegs um ein natürliches Phänomen, sondern um eine künstliche menschliche Erfindung. Schluck Wasser. Und diese Erfindung hat am Anfang noch nicht so viel Schäden gemacht, hat also noch den großen 1,5 Liter durchschnittlich Hirnvolumen Menschen hervorgebracht vor circa 30.000 Jahren, und seitdem degenerieren wir durch Markt und also freien Markt und freie Arbeitsteilung, also ungelenkt ist damit gemeint, durch freien Markt und freie Arbeitsteilung degenerieren wir stückweise. Viele sind schon im Rollator und schon degeneriert, und wir schleichen irgendwann alle nur noch mit dem Rollator dahin, weil wir alle völlig kaputt gehen durch freien Markt und freie Arbeitsteilung. Ja? Und das ist zwangsläufig so, denn also jetzt mache ich es doch noch mal ganz schnell. Hören Sie genau zu, Herr Dr. Krall und Professor Hans-Werner Sinn. Hier, Drostens Gefährlichkeitsüberschätzung. Hier, der erste Früharzt der Evolution sagt, nein, also irgendwelche Krankheitsursachen sind eigentlich alle relativ harmlos, sollten uns nicht beunruhigen, sondern ihr müsst darauf achten, ihr müsst natürlich leben, natürlich euch bewegen, natürlich euch ernähren, dann habt ihr starke Immunsysteme, ihr müsst euch genügend, die Babys müssen genügend in Kontakt mit Schmutz und Dreck kommen, damit sie genügend natürlich geimpft werden, dann braucht ihr auch keine künstlichen Impfungen und so weiter. Ja, ihr müsst rechtzeitig genug mit dem Kinderlähmungsvirus oder Erreger in Kontakt kommen, dem Poliomyelitis-Erreger, und dann sind die Kinder immun. Sie kriegen nur Kinderlähmung, wenn sie nicht rechtzeitig im Dreck gespielt haben und nicht rechtzeitig dem Erreger begegnet sind. Ne? Ja, und dann kommt diese, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es zwangsläufig zu dem ersten sich irrenden Früharzt kommen, und der sagt, nein, ihr könnt euch ruhig auch all die denaturierte Ernährung essen und so, und ein natürlicher Lebensstil ist nicht so wichtig und so weiter, ja. Nein, was ihr braucht ist, ihr müsst einfach kaufen meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, meine Antibiotika, meine Operationen und so weiter. Nur so könnt ihr gesund überleben und so weiter. Und die Leute essen sich dann krank, leben sich krank, kriegen schwache Immunsysteme. Er kann wahnsinnig viel verkaufen, zwei Kinder, zwei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren, und wird der Vorfahre des Mainstreams der Medizin- und Pharmaindustrie und ist voll von sozusagen solchen vorteilbringenden Irrtümern, die sich mit seiner Familie massenhaft in der Welt ausbreiten und als Irrtümer die ganze Erde vergiften, sozusagen als Viren des Geistes, ja? Also hiermit ist nochmal, das war eines von Millionen möglichen Beispielen, mit denen ganz klar bewiesen ist, freier, ungelenkter Markt und Arbeitsteilung sind absolut schädlich für die Menschheit und führten zur im Laufen begriffenen Totaldegeneration der Menschheit. Na? So. Ja, also hiermit ist unser Kommentator widerlegt. Es war ja eigentlich klar, dass es
nicht sinnvoll sein konnte, weil ja hinterher eine Beleidigung kam, sozusagen. Also ist es schon klar, dass es sich um jemanden nicht sehr hochqualifizierten handelt, der also unsere Argumente ja auch gar nicht verstanden hat und dann auch gar nicht argumentativ auf unsere Argumente eingehen konnte. So, und dann haben wir noch einen Kommentar gehabt hier, der wurde mir übermittelt von dem Sender. Aber bevor ich das mache, mache ich noch die Kurznachrichten weiter. Angeblich, da wird behauptet in einer Sendung, Greta Thunberg und Luisa Neubauer würden jetzt irgendwo so plädieren Richtung Marxismus, Demokratie ist nicht alles und so weiter, um eben die Erde zu retten, ja. Das ist ja das Dilemma, dass anstatt dass Greta und Luisa mit den Next Scientists for Future zusammenarbeiten und dann als Dankeschön für die Zusammenarbeit und die Koalition sozusagen auch Klimaschutz abbekommen, ja, stattdessen verzichten sie drauf und träumen von irgendwelchen unrealistischen anderen Gesellschaftsmodellen, die nie etwas werden können. Also es gibt nur ein einziges Zukunftsmodell, das re naturwissenschaftlich realistisch ist das der Next Scientist for Future.de. Schluss, Punkt aus. So, aber jetzt, ja, und Bolsonaro, der brasilianische Präsident, sagt so nach seiner Corona-Erkrankung und nachdem viele Corona haben rund um ihn herum, sagt hat, was regt ihr euch auf sozusagen? Menschen sterben jeden Tag an vielen Dingen, so ist das Leben, ja? Ja, und dann wird berichtet, ja, 155.000 Corona-Tote in den USA. Ja, bitteschön. Und Trump sagt, das stimmt doch alles irgendwie gar nicht. So schlimm ist doch das alles gar nicht, sagt er in einer Pressekonferenz, so grob über den Daumen gesagt. Wir müssen uns mal klar sein. In USA sterben ganz normal jeden Tag circa 10.000 Tote zu Winterzeiten. Ja? Über den Daumen streiten wir nicht über ein paar tausend Tote. Jeden Tag, das heißt, in 10 Tagen haben wir schon 100.000 ganz normale Tote. In 100 Tagen haben wir schon 1 Million ganz normale USA-Tote. So nach dem Motto, Menschen sterben jeden Tag, wie Bolsonaro so schön sagte. Ja? Wir dürfen den Tod nicht verdrängen. Wir müssen uns mal vor Augen führen, als naturwissenschaftliche Denker, dass jeden Tag gewaltig gestorben wird auf dieser Erde. Ja, Schluck Wasser. Und also in 100 Tagen müssen wir bei USA mit 1 Million Normaltoter rechnen. Und in 200 Tagen, so lange läuft ja fast schon Corona, oder sagen wir mal 150, da hätten wir mit 1,5 Millionen Toten ganz normal rechnen müssen. Und jetzt sind angeblich ein Zehntel davon, also 150.000, angeblich Corona-Tote in einem Meer von sowieso zu erwartenden 1,5 Millionen USA-Toten. Ich finde das nicht beängstigend. Das spricht nicht für irgendwas Dramatisches. Denn wenn wir jetzt schlimmstenfalls, Schluck Wasser, diese 150.000 Toten zu den 1,5 Millionen sowieso Toten in den USA zählen, drauf tun würden, was ja wahrscheinlich gar nicht stimmt, dann wären wir bei 1,65 Millionen Tote verglichen mit 1,5 Millionen Tote und das wäre in keinster Weise erschreckend. Ja? Und genauso wie man in Schweden sagen müsste, ja, jeden Tag bis zu 400 Tote im Winter, bei 10 Tagen sind das 4.000 Tote in Schweden ganz normal, bei 100.000 sind das 40.000 Tote in Schweden ganz normal. Und bei 150 Tagen sind das dann 60.000 schwedische Toten ganz normal. In Schweden haben wir 6.000 statt 60.000, also auch wieder nur ein Zehntel.
Und wenn wir dann 60.000, schlimmstenfalls die 6.000, dann haben wir 60.000 einen Anstieg auf 66.000, und das ist kein dramatischer Anstieg, das wäre im Rahmen noch einer statistischen Schwankung noch unerheblich sozusagen. Und von daher ist die Entscheidung der Schweden, keinen Lockdown zu machen und die Schulkinder zu Superspreadern und zu Hotspots ganz Schwedens werden zu lassen, sozusagen, die war genau richtig, weil es nämlich sozusagen nur eine kleine statistische Schwankung sozusagen von 60.000 auf maximal 66.000 sein. Es kann ja auch sein, dass die 6.000 schwedischen angeblichen Corona-Toten einfach in den 60.000 drin sind. Ja? Und dann wäre gar nichts Besonderes passiert. Ne? So. Ja, ich glaube, das waren alle heutigen Kurznachrichten. Und jetzt Tagesthemen. Tagesthemen und Heute-Journal, das machen wir ja alles in einem, ne? So, dann schauen wir uns das nochmal an. Also, ein Kommentar. Die Profitorientierung unseres Gesundheitssystems ist immer noch eine relativ neue Entwicklung. Wieder totaler Irrtum. Ja, das ist keine neue Entwicklung, sondern hier. Das ist eben die Leute, die keine richtige evolutionsbiologische Ausbildung haben, haben immer völlig falsche Zeitvorstellungen. Ne? In Wirklichkeit ist es so, wo haben wir es? Hier. Vor 400.000 Jahren Erfindung von freiem Markt und Arbeitsteilung. Dann sozusagen. Ja, wir müssen weggehen von dem Begriff ungelenkter Markt- und Arbeitsteilung, weil in der Bevölkerung üblich ist der Begriff freier Markt. Ja? Also nehmen wir freier Markt- und Arbeitsteilung. Ja? Also ohne Lenkung durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleinere Steuerelemente sozusagen. Also freier Markt- und Arbeitsteilung. Vor 400.000 Jahren irgendwann danach, oder vielleicht sogar schon vor 400.000 Jahren, aber irgendwann danach erfunden. Und wer dann möglicherweise vor 170.000, also hier ungefähr vor 170.000 Jahren, wenn man das auch mal als Zeitskala nimmt, hier vor 13,8 Millionen Jahren eher noch gorillaartig, schimpansenartig der Mensch mit großen Eckzähnen, dann irgendwann aufrechter Gang und so weiter. Und ja, und hier ungefähr vor 170.000 Jahren sozusagen eventuell erste Schamanen, eventuell erstes so religiös-magisches Denken, Schamanismus, und da ist ja im Zusammenhang auch damit die ersten Frühärzte entstanden, also viele Schamanen waren ja Frühärzte sozusagen und so weiter. Und also das Ganze ist eventuell schon 170.000 Jahre alt. Und dieser Kommentator bezieht sich quasi letztendlich wahrscheinlich auf das neue Pauschalabrechnung, die Fallpauschalengeschichte und so weiter. Das ist nur die oberste Spitze des Eisberges einer riesigen Ansammlung von vorteilbringenden Irrtümern im Rahmen des Gesundheitssystems. Also das heißt, die Profitorientierung ist in Wahrheit schon 170.000 Jahre, bis zu 170.000 Jahren alt. Und dadurch kam es schon zur massenhaften Anhäufung von vorteilbringenden Irrtümern im Rahmen des Mainstreams von Medizin und Pharma. Ja? Und das bedeutet, es ist eine ganz alte Entwicklung. Und dieser Mensch unterschätzt also um den Faktor 100.000 das Problem der Anhäufung von vorteilbringenden Irrtümern in der Evolution von Medizin und Pharma. Ja, und dann sagt er so quasi, schreibt er,
Von daher gibt es immer noch genug Personal, welches in den alten Strukturen, also er meint, dass vor den Fallpauschalen das also quasi gute Strukturen gewesen wären. In Wirklichkeit waren es da schon 170.000 Jahre vorteilbringende, Irrtümer multiplizierende Strukturen. Ja, also ausgebildet wurde und keinesfalls zufrieden mit der Entwicklung ist. Natürlich, also alle Ausnahmeärzte und Ausnahmepsychologen sehen natürlich, dass die Fallpauschalen die ganze Sache nochmal verschlimmert haben. Ja, und sicherlich gibt es auch schwarze Schafe. Das ist natürlich wieder der Versuch, das auf so, es gibt ja auch ein paar Kriminelle darunter und so weiter. Aber das ist nie das Problem gewesen. Das Problem sind immer nur die vorteilbringenden Irrtümer. Der gefährlichste Arzt ist der, der seinen Irrtum glaubt und mich deswegen zu Tode operiert. Ja, das ist der gefährliche Arzt. Ja, also Irrtümer sind das, was uns umbringen. Die ganze möglichen Kriminellen, das können wir alles vernachlässigen dabei. Ja? Ja, ich glaube, ich habe alles gemacht. Die Tagesthemen sind, also hier, lieber Herr Krall, lieber Herr Professor Sinn, verstehen Sie bitte, und lieber Christian Felber, verstehen Sie bitte auch Christian Felber, dass Sie das Problem vom freien Markt und Arbeitsteilung alle drei überhaupt nicht verstanden haben, geschweige denn gelöst haben, und das haben nur die Next Scientists for Future.de seriös naturwissenschaftlich gelöst. Bitte lernen Sie von diesen und lassen Sie uns in Talkshows diskutieren. Versuchen Sie Ihren Standpunkt, Ihre Sichtweise zu retten, und versuchen Sie unsere Argumente zu entkräften. Ja, das war's. Ich muss ja nachher zu einem hoffentlich wichtigen großen Interview. Ich hoffe, dass alles klappt und wir dann vielleicht mit 100.000 Klicks überall bekannt werden. Wäre ja schön. Und demnächst steht ja noch auch eine Sendung an, die wir vielleicht nennen sollten, unseren eigenen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss Nummer 3, weil offensichtlich wieder alle dazu neigen, nicht zusammenzuarbeiten, sondern jeder macht seinen eigenen Corona-Ausschuss, ja, und dann sind wir halt, müssen wir halt den Nummer 3 machen oder beim Nummer 3 zu Gast sein, ne? Ja, das Thema nachher im Interview werde ich das Gespräch eben lenken müssen auf ein paar Punkte. Also ganz wichtig ist ja dann eben auch, also außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss Nummer 3 mit den Next Scientists for Future.de als den wichtigsten Experten überhaupt. Dann das Thema. Irgendwie so Überschrift, nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona. Wie? Wie macht man das? Fragezeichen. Ja? Genau darum geht es ja bei uns. Ja? Also, Ausnahmeärzte und Psychologen unterscheiden wir vom Mainstream. Das ist ein Punkt, den ich bringen muss. Dann muss ich den Punkt bringen, Wodak als linker SPDler, ja, der ist eben nachdenklich bezüglich Pharmaindustrie und Medizinindustrie Mainstream, genauso wie sich's für jeden guten Ausnahmearzt, der auch gleichzeitig ein linker SPDler ist, gehört. Also von wegen, da ist nichts mit rechts. Also diese Tendenz, das in die rechte Ecke zu schieben, ist völlig unrealistisch. Wenn man man hat also schon mal auch die Next Scientists for Future beschimpft als evolutionsbiologische Linke. Ja, also und wenn man die irgendwie, und man hat uns auch schon mal beschimpft, dass wir ja zwischen SPD und Grüne ständen, ja, und so weiter. Und ich bin auch eher so ein Typ wie Dr. Wodak und wie Richard David Precht, der Philosoph mit seinen langen Haaren, ja. Wir sind eben, ja, gut, man kann uns, wenn dann irgendwie in die als evolutionsbiologische Linke beschimpfen oder als zwischen SPD und Grüne stehend irgendwie, was nicht stimmt, weil Naturwissenschaftler immer davon unabhängig sind auch. Aber das heißt, erstmal muss klar sein, hört auf damit zu versuchen,
Leute mit sachlichen Argumenten immer nach rechts hinwegzuschieben, ins Nirvana sozusagen. Das ist bei Dr. Wodak ist ein linker SPDler und uns hat man eher beschimpft als evolutionsbiologische Linke oder als SPD-Grüne sozusagen, ja? Dann müssen wir darauf eingehen, auf das Gefährlichkeitsüberschätzungsthema, also den vorteilbringenden Irrtum der Gefährlichkeitsüberschätzung und wie sich das in Schweden wie Schweden und Weißrussland diesen Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum widerlegt haben. Das habe ich ja gerade heute eben in der Sendung gemacht, ne? Und dann müssen wir da auf die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, die wir ja eben auch gemacht haben, eingehen und wie dann eben die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege eben dazu führt und die anderen 20 Reformen, die Wohlfühlstimme dazu führt, dass wir nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona bekommen, ne? Nie wieder solche Phänomene bekommen, ne? Und dann eben wichtig ist noch, dass wir eben öffentlich-rechtliches Fernsehen sofort absolut werbefrei werden muss. Dafür sollten die Bürger wirklich auch bereit sein, sofort höhere Rundfunkgebühren zu bezahlen, weil dann verliert sich nach und nach die Tatsache, dass der große Teil der öffentlich-rechtlichen Journalisten einfach die gleiche Denke hat wie die Pharmaindustrie und Medizinindustrie. Denn der Großteil der Werbespots im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stammt ja von der Pharmaindustrie und Medizinindustrie. Und da haben sich Evolutionsprozesse, sind da in den letzten Jahrhunderten des Journalismus verlaufen, die dazu geführt haben, dass immer die Journalisten, nur die Journalisten überlebt haben in diesen Evolutionsprozessen, als Journalisten Karriere gemacht haben, die gleiche Denke hatten wie ihre wichtigsten Werbekunden. Solche Evolutionsverläufe sind zwangsläufig im Journalismus gewesen. Also Journalismus muss werbefrei sein, sonst ist er und kann er kein Journalismus sein. Ja? Roger Bittel betont ja auch, dass er eben auch werbefrei ist und so weiter. Und genauso ist es bei den Next Scientists for Future. Die sind finanziell, haben sich völlig abgekoppelt, nehmen gar nichts an, rufen nicht zu Spenden auf, zu gar nichts. Also wir sind völlig finanziell abgekoppelt von der Versuchung, der Korruptionsversuchung durch irgendwelche finanziellen Zuwendungen, ne? Es musste ja mal eine Instanz in der Welt geben, die völlig finanzunabhängig ist. Wir haben es ja bei der Diskussion um die WHO gesehen, ja, dass da eben auch das große Thema ist bei der WHO, wie weit sie eben so finanziell abhängig ist, dass sie nicht mehr, dass dort Evolutionsprozesse stattfinden, die dazu führen, dass sie nicht mehr klar denken kann. Schluckwasser. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Das ist ein naturwissenschaftliches Grundgesetz sozusagen. Es ist fast schon ein Naturgesetz, ne? Dass sich solche Evolutionen. Ja, und unsere Empfehlungen an die Regierung sind ja ganz klar, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ne? Ganz klar. Biologen suchen, die völlig unabhängig von Pharma und Medi sind. Und dann diese Biologen sozusagen die Hauptentscheidung überlassen, quasi die beim Gesundheitsamt vorübergehend anstellen und die hauptsächlich entscheiden lassen, wer überhaupt ein Intensivbett braucht und wer eine Beatmung braucht. Und dadurch wären wir sehr vorsichtig mit unseren knappen Intensivbetten umgegangen und dann hätte man sagen müssen, Leute, also erst kuriert euch zu Hause aus, das ist wahrscheinlich nur eine kräftige Grippe, wir wissen noch nichts Genaues. Und dann hätte man abwarten müssen, bis 70% der Intensivbetten voll sind und dann hätte man der Bevölkerung sagen müssen, liebe Leute, wir dachten, es sei eine kräftige Grippe, wir haben den Beweis vorliegen, unsere 70% unserer Intensivbetten
Intensivbetten sind voll, obwohl Biologen versucht haben, die finanziellen Interessen des Mainstreams der Ärzteschaft einzudämmen sozusagen und da vorsichtiger mit unseren Intensivbetten umzugehen. Jetzt sind 70% voll, jetzt müssen wir einen knallharten Lockdown machen. Irgendwas muss jetzt also gefährlicher sein als bei einer kräftigen Grippe und zwar deutlich gefährlicher. Also von daher müssen wir jetzt einen knallharten Lockdown machen. Und meine persönliche Vermutung ist, dass niemals durch diese Strategie niemals auch nur annähernd 70% der Intensivbetten voll geworden wären. Ja, das war's. Ich muss mir ja noch ein bisschen Stimme bewahren für die heutige, das heutige Interview. Tschüssi, das war's. Bis bald.